Freunde, heute ist ein guter Tag, denn ich spiele Beat Saber. Das neue Pack ist rausgekommen, das testen wir jetzt und jetzt geht's auch ab. Genau, jetzt, 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 los! Ach, ist das nicht schön. Ich stehe wieder mal im Beat Saber Setting, in unserem Mixed Reality Aufbau. Denn Beat Saber hat ein neues Musikpack bekommen, nämlich die Edition 3. Es sind 6 Songs drin, die will ich ausprobieren. Und ich will natürlich wieder ein bisschen abliefern. Ich habe die Songs noch nie gespielt, noch nie im Vorfeld. Das heißt, ihr seid zum ersten Mal dabei, wenn ich die mal anteste. Ich habe von euch viele Nachrichten bekommen, die geschrieben haben, Mensch, Krogi, spiel doch mal wieder Beat Saber, das magst du doch immer so gerne. Ja, und ich hab Bock drauf. Ich mag das richtig gerne. Und ich glaube, die Songs ballern. Ich will gar nicht lange rumlabern. Ich will diese Songs spielen. Später allerdings, das muss ich noch mal sagen, kommt der Sandro noch dazu. Der hat nämlich auch dieses Mal die VR-News dabei und hat auch so ein paar andere Rubriken mitgebracht. Aber erstmal den Spaß, ne? Erstmal den Spaß und dann die Arbeit. Also, ab ins Game. Ich sag mal, Reality on. Gut, man sieht schon die neuen Sounds oder Songs finde ich hier unter Original Soundtrack Volume 3. Gehe ich mal drauf. Hier sind 6 neue Stücke: Origins, Reason for Living, Give a Little Love, Full Charge, Immortal, Burning Sands von verschiedenen Interpreten. Jaroslav Beck war im letzten Mal schon dabei. Und das hört sich schon ganz vielversprechend an. Ich mach die Brille mal ein bisschen enger. So. Okay, wollen wir zum Warmwerden mal erstmal eine Hard-Session einlegen, oder? Nicht sofort Expert. Wie gesagt, ich hab's auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich denke mal, Beat Saber, ab geht's, ich halte die Schnauze. Alright. Ach, herrlich. Was haben wir? Ein C-Rank. Das muss ich euch mal erklären. Ich habe nämlich vergessen am Anfang. Was heißt vergessen? Ist auch ganz gut. Ich habe No-Fail an. No-Fail zieht mir ganz viel Punkte ab natürlich, weil Beat Saber möchte, dass ich natürlich was riskiere. Das mache ich jetzt auch. Dann brauche ich, ne, um No-Fail brauche ich auch keine Fehlerangst haben. Das war jetzt hart. Wenn ich euch jetzt frage, soll ich einen Expert-Mode machen? Jetzt drehe ich mich mal nach hinten. Ja, ne, machen wir mal. Ich habe auch Bock. Der Song macht schon Spaß. Einmal noch den Song oder gleich den nächsten auf hart? Komm, gleich den nächsten. Machen wir den mal an auf Expert. Reason for Living. Bin gespannt, wie hart das jetzt ist. Tell me.
Fall macht Bock, der Song. Herrlich. Immerhin schon mal ein A-Rang. Wow. Kurz atmen. Hey Leute, was geht ab? Ich muss kurz atmen. Das macht schon wieder richtig Spaß. Das packt einen sofort wieder. Mich packt das immer. Beat Saber. Ne, da muss ich zwei Lieder spielen. Schon bin ich drin. Deswegen weitermachen. Das kann nicht alles gewesen sein. Expert Plus traue ich mich an dieser Stelle noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass ihr das sehen wollt. Aber das ist richtig unnormal schwer und das muss man wirklich trainieren und üben. Aber jetzt auf H-Expert bleiben. Ach, machen wir mal, komm. Give it a little love, der nächste Song. Wow, die wollen aber ganz schön viel am Anfang. Okay, immer schon. Alter Schwede. Heavy shit. Das ist schon ganz schön anstrengend. Ja, der war schon anstrengend. Guck mal, Schwierigkeit Expert, 4.952, fast 430.000 Punkte, Rang A. Good Cut, 675 Blöcke, gut getroffen. Es war ein bisschen Luft nach oben, wenn man da wirklich auf der Highscore-Tafel erscheinen will. Das ist schon unnormal. Man kriegt da Multiplikatoren, ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Für zum Beispiel Insta-Fail heißt, ich berühre einen oder ich treffe einen nicht oder halt einen falschen Cut, dann wird sofort abgebrochen. Kriege ich
Aber auch hier keinen Bonus für, sehe ich gerade. Aber hier zum Beispiel, da kriege ich einen Bonus für. Disappearing Arrows, da wollte ich darauf hinaus. Wenn, ihr habt ja diese Pfeile gesehen. Ich muss mir umdrehen, damit ihr auch seht. Ihr habt ja diese Pfeile gesehen. Und wenn die Pfeile verschwinden nach einer Zeit, dann sind sie nicht mehr auf dem Block zu sehen. Aber du hast es dir halt gemerkt. Und der Geschwindigkeit ist halt super anstrengend. Dann kriegst du einen weiteren Multiplikator, einen weiteren Bonus. Das geht halt schon. Das mache ich aber alles nicht. Auf jeden Fall nicht heute. Ghost Notes kenne ich gar nicht. Was macht das? Cubes are invisible and arrows will disappear before they reach you. Also die Blöcke sind unsichtbar. Wie soll das gehen? Ich will es auch gar nicht wissen, glaube ich. Du kannst den Song schneller machen. Und irgendwann kann man es dann schaffen, mit den ganzen Multiplikatoren auf diese unnormal krasse Highscore zu kommen. Ich wollte es aber mal schaffen. So dachte, das kriege ich mal hin. Aber es ist schon sehr krass, was die Leute da machen. Laber mich nicht voll, Krugmann. Nächster Song. Full Charge. Wir hauen die erstmal alle durch. Expert. Okay. Der ist hardcore schwer, Leute. Ich glaube, ich schaffe den. Ah. Wow. Krass, da müssen wir noch mal ran. In diesem Fall würde ich euch mal sagen, als Tipp auch für euch zum Üben, No-Fail an und den Song erstmal lernen. Hier ist es schwer, weil der rechte Arm oder der linke Arm teilweise ganz oft verquert sind. Und diese Elemente muss ich üben. Das ist schwer, der Part. Ist das krass, Leute. Aber gut. Macht schon Bock. Nur ich bin zu schlecht dafür gerade. Okay, wieder sammeln. Das ist immer schwer. Und Rhythmus finden. Scheiße, Mann, das ist so schwer. Ah, den kann ich noch nicht, den Move. Wow. Ja. Also der Full Charge, Song, der ist schon relativ schwierig, muss ich sagen. Ihr habt gemerkt, oder was man hier schön sehen konnte, der Song ist anders konzipiert, beziehungsweise das Level ist anders konzipiert. Hier ging es echt darum, dass ich viele Wechsel habe, viele Rhythmus, viele Richtungswechsel von den Händen. Und das kann ich persönlich nicht so gut. Ich bin eher so ein, ich mag den Flow, den man sonst hat. Und den muss ich hier erst lernen. Das heißt, ihr habt gemerkt, die ersten drei Songs, die lagen mir eigentlich ganz gut. Die habe ich auch halt noch nie gespielt. Diesen Song, den konnte ich nicht so gut.
Ich habe jetzt auch keine Lust, den nochmal zu machen, weil es eine richtige Quälerei für mich. Dementsprechend geht's direkt weiter. Und zwar mit Immortal. Wir bleiben jetzt aber auf Expert, oder? Komm, das machen wir einfach mal. Okay. Mir fehlt ein Controller, Leute. Nee, mir fehlt ein Controller. Da ist er wieder. Oh, ist die Batterie wohl leer? Das kann sein. Hier passiert nicht wirklich was. Naja, aber ist ja gar nicht schlimm. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Werbung. Ich wechsle die Batterie. Und dann geht's gleich weiter mit Immortal. Der Song hat nämlich richtig Bock gemacht. Der ballert so schön. Den fangen wir von vorne an. Also, bis gleich. So, die Batterien sind gewechselt, wir können weiterzocken. Und ich hab richtig Bock, ich bin richtig wieder drin im Beat Saber-Wahn. Eine Info habe ich noch für euch, dieses Update ist tatsächlich kostenlos. Das heißt, alle Leute, die Beat Saber schon haben, können diese Songs umsonst spielen. Ich glaube, am 28. August ist es rausgekommen, dieses Update-Pack, Volume 3 eben. Und macht das ruhig. Also bislang, mein erster Druck ist erstmal schon ganz gut. Ich will es noch ein bisschen vertiefen. Und dieser Immortal-Song, bei dem ich gerade abbrechen musste, der muss jetzt aber mal gerippt werden zu 100%, oder? Also wieder rein. Shit. Yes.
Ja, mittelgute Leistung. Man merkt, da war ich jetzt ein bisschen raus. Aber jetzt nicht rumweinen. Die mache ich gleich nochmal auf ein bisschen, ne? Die perfektioniere ich gleich. Letzter Song vom neuen Bundle. Burning Sands. Bin gespannt. Klingt auch ganz schwuchtig. Hart. Shit. Aber geil. Da, jetzt bin ich raus, Leute. D-Rank, ganz ehrlich, ohne No-Fail wäre ich da nicht durchgekommen. Das waren schon mal die ersten 6 Songs, ja, wie soll ich sagen, bei der Mini-Playback-Show, gesagt, im Schnelldurchlauf. Die sind ziemlich anspruchsvoll. Also ich finde eh, dass im Vergleich zur Ursprungsversion von Beat Saber der Schwierigkeitsgrad enorm angezogen hat. Und ich habe hier das Kabel noch, was ich gerade verrückt hat vom Spielen. Mal kurz richten. Und man muss auf jeden Fall jetzt viel mehr, also auch wirklich Passagen üben. Sonst war es so, du hast es gespielt. Und dieser Flow, dieses Wechselbad zwischen links, rechts, oben, unten, das hat sich dann irgendwann so eingestellt. Ich finde das jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller und anders. Finde ich aber geil. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher von diesen 6 Songs mein Favorite war. Dieser letzte war jetzt so ein bisschen orientalisch angehaucht. Fand ich irgendwie ganz cool, hat Spaß gemacht. Vor allem waren auch die Blöcke gut angeordnet. Da gab es zwar anspruchsvolle Elemente für mich, aber trotzdem bin ich ganz gut durchgekommen.
Ob ich jetzt den auf Expert spielen, also Expert Plus spielen will, ich weiß nicht genau. Die ersten drei Stücke lagen mir, glaube ich, doch ein bisschen besser. Ich will mich da mal probieren. Wenn ich jetzt merke, es funktioniert gar nicht, dann schauen wir mal. Aber ich probiere es erstmal aus. Also der erste Song. Der zweite war, glaube ich, auch ganz cool. Das war nicht so ganz wild hin und her gewechselt. Und hier muss einfach die Brille noch ein bisschen reinigen. Entschuldigt, ich schwitze doch etwas. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber ich möchte natürlich für dich zu Hause das beste Spielerlebnis übermitteln. Und es geht natürlich nur, wenn der Spieler, also ich, auch den Durchblick hat. Ist ja klar. So, aber jetzt. Ey, das Spiel ist aber einfach für mich gemacht. Das ist einfach ein Spiel, was mir sehr viel Freude bereitet. Das war cool. Okay, wir probieren es aus auf Expert Plus. Ich mach das mal. Ich könnte sonst, wenn es mir zu hart wird, auch einen Slower Song machen. Aber ey, wir machen es erstmal so. Probier's mal aus. Das wollte ich nicht. Restart. Boah, die kommt schnell. Fuck my life! Was geht ab, Leute? Keine Chance. No fucking way. No fucking way. What the fuck? What the fuck? Was ist mit euch, Leute? Aber ich mach's natürlich weiter. Was geht ab? Ich will nicht! Es gibt keine Verschnaufelemente mehr! Gar nichts! Ist das krass, krank, geil! Scheiße, Mann, ich sehe nichts mehr. Alles ist beschlagen. Pause, es gibt eine Pause. Workout. Okay. Hey. Hi, hi, hi. Hey, Expert Plus, wer von euch, wer von euch spielt Expert Plus? Sagt's mir. Ich find's hammergeil, wirklich, aber das ist Muscle Memory, das musst du ja tagtäglich machen. Ist das krass. Ich möchte mir ein anderes Lied angucken, weil, ganz ehrlich, für die Sendung heute habe ich dafür nicht, also ich werde es nicht mehr hinbekommen, das ist klar. Nofail muss anbleiben, probieren wir es mal aus. Bei dem Song, wo ich dachte, komme ich wohl durch. Alter Schwede. Irgendwie geil. Viel Spaß. Ah.
der Wahnsinn. Warte, ich muss den Anfang finden, muss den Anfang. Ah, guck mal, das muss so machen, das ist super schwer. Nee, keine Chance. Naja, es kommt, das ist schon lernbar. Ah, das ist schon hart, das ist hart. Keine Ahnung. Ich seh's nicht mehr. Ja, das ist der, der. Ich mach mal nur die rechte Hand. Okay. No fucking way. Oh, mein Stick hängt fest hier. Keine Ahnung. Ihr seht es, ne? Ihr seht es auch. Wow. Aber ich muss schon sagen, ihr merkt selber, Expert Plus ist ohne Übung, also ohne es wirklich zu trainieren und immer wieder zu wiederholen, echt hart. Das ist super schnell. Und nicht nur, dass du irgendwie körperlich dahin kommen musst, was im Kopf passiert, das kann ich euch gar nicht wiedergeben so richtig, aber der ganze Kopf arbeitet die ganze Zeit und will nur Informationen in die Arme lenken. So, das ist echt krass. Sehr anstrengend, aber es macht auch Spaß natürlich. Ich würde euch jetzt mal anhand Lied 3 zeigen, obwohl das konnte ich nicht so gut. Ne? Ich mache das erste Lied, glaube ich, nochmal, dass es so super schnell war. Würde ich auch im Expert-Plus-Modus bleiben und einfach mal das Lied langsamer machen und mal gucken, ob man sich dann dadurch annähern kann. Wäre mal eine Idee. Mach ich mal. Weil der Ehrgeiz ist da. Der Ehrgeiz ist da, muss ich sagen. Also, slower song. Okay, Song will play slower. No arrows gibt's halt auch, das ist halt lame, ne? Dass du einfach nur treffen musst. Machen wir mal slower song. Okay, der war super schnell, ihr wisst es. Glaubt ihr an mich? Ja, Krogi, ja. Okay. Okay. Come on.
Ja, ist hart. Ist super schwer, auch jetzt noch. Ist super hardcore. Wow. Scheiße, ey. Okay, ich breche ab, Leute. Wir gehen einfach. Ihr merkt schon, das ist genauso hart. Das ist Quatsch. Ich möchte dann lieber nochmal von einem anderen Song den Expert Plus Modus zeigen, weil da habe ich mich ein bisschen überschätzt. Gebe ich zu. Nehmen wir mal hier den Expert Plus Modus. Lassen wir ihn mal. Es ist Quatsch, aber sieht halt geiler aus. Ich lasse ihn genauso schnell laufen, wie er ist. Gucken wir da mal rein, wie hier die Level angeordnet sind. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht liegt es mir mehr. Scheiße, schwer, Leute. Ah, mein Träger ab. Scheiße, Mann. Aber es macht schon auch Bock. Warum auch immer macht's Bock. Da. Naja. Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Geil. Jetzt bin ich hier raus. Scheiße, geil. Es ist zu crazy. Bitte eine andere Passage. Miss. Yes. Ich muss mal hier was aufstellen gerade. Da habe ich gerade der Timer gegangen. Leute, ich glaube, wir belassen es dabei. Also, Fazit von mir an das dritte Zusatzpack. Es ist kostenlos. Das ist richtig geil. Also für alle Leute, die Beat Saber haben, greift jetzt zu. Das sind gute Songs, die haben Spaß gemacht. Die Levelanordnung ist gut, finde ich. Sie ist teilweise sehr schwer. Also Expert ging ja echt noch ganz gut klar, bin ich ganz gut durchgekommen, finde ich. Aber Expert Plus, ey, das ist eine Ansage. Wer das von euch drauf hat, schickt mir gerne mal Videos oder hier Hashtag RealityBytes oder so bei Twitter. Ballert da mal was raus, würde mich interessieren, wer dazu Lust hat. Ich hole jetzt mal Sandro dazu, weil wir haben ja noch News. Und wenn ich jetzt schnipse, ist er gleich da. Pass mal auf. Cringe pur wird das jetzt. Pass auf, ich schnips jetzt. Sandro, moin, schön, dass du da bist. Hergezaubert hast du mich. Alter, schön, dass du da bist. Hey, schön, dass du da bist. Alter, wie du schwitzt, ey. Ich hab grad wirklich, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, so dreiviertel Stunde circa. Beats haben in den Songs geballert. Die machen richtig Bock, hab grad schon ein Fazit gegeben. Ich hab's gehört drüben schon, ey, richtig gut. Also ich hab dich sowohl schreien hören, als auch die Musik gehört. Dieser Expert-Plus-Modus, ja.
Ich werde es mir nochmal reinziehen. Ich weiß ja gar nicht, wie das ausschaut, wenn man diese Brille aufhat. Ich weiß ja, wie ich spiele. Ich weiß aber nicht, wie das Bild ausschaut. Es war so fucking schnell. Ich hoffe, dass es auf dem Bild auch so super schnell aussieht, wie es in der Realität war. Sehr gespannt. Das war wirklich unnormal. Da konnte ich auch nichts. Also keine Schnitte. Also Extra Plus ist zu krass. Das musst du wirklich üben. Hammer. Ich bin gespannt drauf. Ich bin ja nicht so gut wie du in Beat Saber, deswegen haben wir uns gedacht, spielst du einfach mal und dann komme ich jetzt rein und dann schnacken wir noch ein bisschen über die News. Dann mach doch mal. Geil. Und zwar, liebe Leute, ich habe natürlich wieder News vorbereitet und ich würde sagen, wir gucken uns die erstmal an und dann sprechen wir nochmal über die ein oder andere News. Das macht schon Sinn. Los geht's. Viel Spaß. Und wieder gibt's eine ganze Menge News rund um Virtual, Mixed und Augmented Reality. Los geht's. Augmented Reality ist noch immer nicht so richtig im Alltag angekommen. Das konnte auch Google Glasses bisher nicht schaffen. Aber vielleicht kann es ja das US-Startup Kura. Das Unternehmen wurde vor 3 Jahren gegründet und fokussiert sich auf die Entwicklung von AR-Displays und Linsen, um endlich die AR-Brille für die Masse zu bauen. Mit etwa 150 Grad Sichtfeldweite überbietet sie viele AR-Brillen. Die Auflösungen können zwischen 8K bei 75 Hertz, 6K bei 100 Hertz und 4K bei 144 Hertz justiert werden. Die Transparenz der Gläser liegt angeblich bei 95%. Im Prototypen, den ihr hier seht, sieht das schon mal richtig gut aus. Ob das auch wirklich so gut funktioniert, soll man ab Mitte 2020 für 1200 US-Dollar erfahren können. Apropos Augmented Reality. Aus Pokémon Go wird Pokémon Stop. Die Augmented Reality App ist natürlich ein unglaublicher Erfolg. Zumindest was die Anzahl der Spielerschaft angeht. Richtig doof wurde es nur, als allerlei Pokémon Go-Spieler auf fremden Grundstücken Pokémon fangen wollten. 2016 reichten 12 US-Bürger deswegen eine Sammelklage ein. Im Februar konnte man sich darauf einigen, dass Niantic einige Maßnahmen einleitet. Das Entwicklerstudio verpflichtet sich demnach 95% der Beschwerden nachzugehen, innerhalb von 15 Tagen auf einer dafür gebauten Webseite. Die Pokéstops mit zu vielen Spielern sollen nun nicht mehr in der Nähe von Einfamilienhäusern entwickelt werden. Außerdem sollen Öffnungszeiten von Parks und andere Warnhinweise eingebaut werden. Ganz schön viel Arbeit für Niantic. Jetzt geht's um Musik in VR. Und nein, es geht nicht um Beat Saber, sondern um Björk. Das ist diese Dame hier. Die isländische Sängerin veröffentlichte VR-Version von 7 Songs aus ihrem 2015 veröffentlichten Album Vulnicura. Heißt, 7 Videos in 360 Grad können per Vulnicura VR-App erlebt werden. In dem Album geht es unter anderem um Björks Beziehungstrennung. Dementsprechend emotional sollen diese VR-Erfahrungen sein. Spannend! Und auch Lindsay Stirling treibt sich gern in der Virtual Reality rum. Die Popgeigerin spielte im VR-Club The Wave ihr erstes VR-Konzert. Dort wurde ein lebensechter VR-Avatar von ihr auf einer virtuellen Bühne übertragen. Mit X-Sense Motion Capture Anzug und Manus VR Handschuhen wurde sie realistisch getrackt. Der Vorteil, Stirling stand nicht nur da und performte, sondern trieb sich durch die unterschiedlichsten Welten wie Cyberpunk-Städte, unterirdische Höhlen und. Mehr als 400.000 Leute schauten sich das Ganze in Streams und direkt mit der VR-Brille im Wave Club an. Abgefahren! Abgefahren ist auch dieser Dude hier. Mit der Oculus Quest gegen Reddit-Nutzer, haltet euch fest, VR-Bumser, auf einen Supermarktplatz, um Quake VR zu spielen. Ja, richtig, das klassische Quake in VR. Alles, was man dazu braucht, ist die PC-Anwendung SideQuest. Zu viel Licht darf zwar nicht da sein, sonst spielt die Quest nicht mit, aber ansonsten nenne ich das doch mal maximale Realität. Vor einiger Zeit hatten wir in den Reality Bytes News berichtet, dass Facebook 1 Milliarde US-Dollar in große VR-Spiele investieren will. Darunter angeblich auch Ubisoft-exklusive Titel. Assassin's Creed, Splinter Cell. Diese beiden starken Marken sollen VR-Spiele bekommen. Nun gibt's neue Infos dank mehrerer Stellenausschreibungen. Bei Ubisoft in Düsseldorf, also dem Blue Byte Team, wurde bisher an VR-Titeln wie Star Trek Bridge Crew und Space Junkies mitgearbeitet. Nun soll das Team um 50 weitere Entwickler vergrößert werden, um eben VR-Spiele zu Assassin's Creed und Splinter Cell zu entwickeln. Sam Fisher, besser kannst du nicht zurückkommen. Das waren die News, die Reality Bytes News, also alles neue rund um wieder. Augmented, Mixed und Virtual Reality. Die hast du gut geschnitten. Dankeschön. Sehr gerne. Was fandst du denn am interessantesten? Naja, ich find's irgendwie krass, dass Ubisoft jetzt neue Leute einstellt oder was. Sollen jetzt im VR-Sektor mehr Gas geben, so wie wir jetzt hier zum Beispiel mit unserem VR, siehst du das? Ey, du kennst ja bestimmt noch, Alter, abgefahren. Sag mal, du kennst doch bestimmt noch Space Junkies. Das hatten wir ja angezockt. Das war dieses Ego-Shooter-Spiel. Und Star Trek Bridge Crew. Das fand ich richtig geil. Das ist richtig geil. Und weißt du, wo das gemacht wurde?
Hier oben haben wir das aufgenommen. Hier also nee, ich meine das Spiel, wo das entwickelt wurde. Vier Leute. Wo das Spiel wahrscheinlich in Frankreich irgendwo. Nein, falsch. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Und das ist halt mega geil, weil die 50 Leute, die ich dort angesprochen habe in den News, die werden neu rekrutiert in Düsseldorf. Das heißt, die werden 50 neue Leute einstellen, okay, damit sie große Marken bei Ubisoft in Deutschland, in Düsseldorf, entwickeln. Und das waren die Leute, die eben auch Star Trek Bridge Crew, okay, das ist nice, und Space Junkies gemacht haben. Aber haben jetzt schon eben was im Pedo, haben wir ja gesehen. So ein bisschen, genau, ne? Also es gibt noch nichts Offizielles, aber ich hatte ja schon mal bei den Reality Bites News, dass Facebook 1 Milliarde investieren will in neue Projekte, und darunter sind auch exklusive Ubisoft-Titel, und zwar angeblich einer zu Assassin's Creed und einer zu Splinter Cell. Assassin's Creed soll ein mega fettes Triple-A-Ding werden, genau, und Splinter Cell soll tatsächlich, das weiß ich aus einer Quelle, die ich nicht näher benennen darf, wird es angeblich ein Escape-Spiel. Ich stelle mir das dann vor wie ein Escape-Room-Spiel, und es soll angeblich, zumindest war das eines der Pitches dort, soll es eine Origin-Story zu Sam Fisher werden. Und das fände ich echt geil. Ich meine, wir haben seit Jahren keine Splinter Cell-Spiele gehabt. Du bist mit Sam Fisher irgendwie in einem Flugzeug oder in einem U-Boot oder so, weißt du? Und da kommt jetzt so Giftgas rein. Es wird genauso, schätze ich. Da kommt Giftgas ins U-Boot, der Sauerstoffverbrauch, der steigt, und du hast keinen Sauerstoff mehr. Dann musst du irgendwie fliehen, rauskommen und irgendwas machen. Das wäre doch nice. Ja, und vor allem, wie geil ist das denn? Wir haben seit Jahren keine Splinter Cell-Spiele mehr bekommen. Und jetzt bekommen wir hoffentlich bald, in 2 Jahren oder so, bekommen wir halt ein VR-Spiel. Das wäre super geil. Embrace the Dark. Was natürlich für PlayStation VR-Fans blöd ist, ist, dass es Oculus-exklusiv sein wird, weil es ja ein Deal mit Facebook ist. Aber ich sag mal so, wir haben ja auch die Oculus hier am Start. Du hast ja auch mit der Oculus gespielt. Was er nur sagen will, ihm ist das scheißegal, weil er kann es zocken, im Gegensatz zu dir. Vor allem hier bei Reality Bites werden wir das auch auf jeden Fall nochmal uns anschauen. Genauso wollen wir uns aber auch anschauen, willst du noch was zu News sagen? Das will ich jetzt fast überleiten wollen. Nee, du kannst schon überleiten. Zu einer Kleinigkeit. Und zwar, wir wollen natürlich wissen, was euch denn hier bei uns eigentlich interessiert bei Reality Bites. Dafür haben wir uns eine schöne Rubrik ausgedacht. Den Namen haben wir folgendermaßen uns ausgeüberlegt. Die Wunschliste. Ihr kennt das von Weihnachten oder von Geburtstagen. Man schreibt sich was auf, vielleicht kriegt man es, vielleicht nicht. Das gleiche machen wir auch mit Reality Bites. Und zwar haben wir dafür einen Forum-Thread vorbereitet. Der steht hier unter dem Video. Da kann man draufklicken. Vielleicht machen wir auch jetzt noch eine Bauchbinde rein. Ich weiß nicht genau. Nee, machen wir nicht. Der steht nur bei YouTube drin. So, beim VOD. Da klickt ihr drauf und dann seht ihr von uns vorgefertigte Vorschläge. Ne, da kann man anklicken und sagen, ja, ich hätte Bock, dass Krogi noch 5-mal Beat Saber spielt. Mhm. Schade ist er nur. Nein, dann machen wir das. Aber wir haben natürlich ganz viele Vorschläge auf die Sachen, die wir Bock haben. No Man's Sky vielleicht, sowas in der Art. Es gibt super viele VR-Spiele. Kann man ja vielleicht auch kooperativ spielen. Es gibt super viele VR-Spiele da draußen. Ja. Und ihr könnt eben mitentscheiden. Wir wollen nicht einfach nur sagen, okay, wir zocken jetzt das und das, sondern wir geben ein paar Vorschläge und ihr werdet dann halt anwählen können, worauf ihr am meisten Bock habt. Aber, exakt, das ist mein Stichwort. Ihr könnt natürlich auch drunter schreiben, wenn ihr was ganz anderes sehen wollt, dann listen wir das mit auf. Aber wir werden erstmal von uns selber Vorschläge bringen, weil wir ja auch die ganze Scheiße ausbaden müssen. Das ist ja klar. Das ist tatsächlich klar. So, und was? Noch eine Rubrik haben wir, die nennt sich nämlich Next. Ne, wie bei MTV, ne, die Nächsten. Aber bei uns ist genau anders. Wir wollen nämlich euch jetzt zeigen, was in der VR-Welt noch so gibt demnächst aber. Also jetzt ganz unmittelbar eigentlich. Was demnächst so rauskommt, genau. Ja, genau. Damit ihr mal sehen könnt, was wir vielleicht bei Reality Bites zeigen werden und vor allem, was auch auf die Wunschliste, die wir eben besprochen haben, ja auch kommen könnte. Genau. Ne, wir gucken uns neue Trailer an, wir schauen mal, was es da alles so gibt in naher Zukunft oder auch in weiter Zukunft. Welche Trailer haben wir zur Auswahl? Wir haben zum Beispiel Aspyr 1. Mhm. Aspyr 1 ist ja ein Titel, über den habe ich in der letzten Folge schon gesprochen, weil ich mir das auf der Gamescom angeschaut habe. Ist so ein Stealth-Spiel, wo du von Weitem aus einen Roboter steuerst. Mhm. Also du sitzt halt weit entfernt irgendwo, ganz sicher, steuerst halt einen Roboter, der dann sich da durchstealtht und Leute ermordet. Das ist, glaube ich, auch nice, weil da hast du auch keine Motion Sickness, wenn du in einem Roboter sitzt wahrscheinlich oder stehst und musst nicht selber rumgehen. Das kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Es war sehr angenehm und ich finde es komisch, dass noch nicht allzu viele Entwickler darauf gekommen sind, das mal so zu machen. Okay. Weil bei Aspyr 1 war das auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Das ist eine Geschichte, aber auch Doctor Who. Doctor Who. Wir haben natürlich viele Doctor Who-Fans im Haus. Doctor Who, The Edge of Time. Also, wer guckt das? Hier, Alvin schaut es, das weiß ich. Bella schaut es, sie ist Premium-Fan. Und auch, fällt mir ein, Ronja. Ronja liebt auch Doctor Who. Das heißt, wir haben schon mal 3 potenzielle Kandidaten für, zum Einladen hier. Weil, weißt du viel über Doctor Who? Ey, null. Ich wollte immer mal reinschauen, weil es sieht immer interessant aus, diese Welten, die sie bereisen. Und es gibt ja so unfassbar viele Staffeln und dieser britische Flair auch. Und so irgendwie geile Monster. Das weiß ich. Es gibt einfach richtig schöne Monster. Ja, und hoffentlich auch in der VR-Version. Guck mal. Hoffentlich auch in der VR-Version, dass wir dann hier auch zeigen werden. Und es kommt auch schon Ende September raus, muss man dazu sagen, ne? Ja, das kommt raus. Und auch Aspyr 1. Das kommt am 24.09. schon raus. Ah, okay. Für alle möglichen VR-Headsets.
What? Okay, also wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr das bei der Wunschliste natürlich markieren und dann werden wir, wenn das halt oben gerankt ist, dann müssen wir das halt spielen. Egal, ob wir Bock drauf haben. Haben wir noch einen Next? Nee, ne? Das ist nicht. Nö, das sind die beiden. Also jetzt mal als kleiner Teaser, genau, in Zukunft zeigen wir mal. Das reicht, nein, fütter das nicht so. Nein, aber ich wollte nur sagen, es kommen ja auch noch gar nicht so viele Trailer raus jetzt jeden Tag zu VR-Spielen. Aber wenn eine neue da sind, dann werden wir die bei Next mal ein bisschen vorstellen. Dann kommen die auch noch auf die Wunschliste und dann könnt ihr entscheiden. Das ist doch schön. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Episode. War ja ein bisschen anders, ne? Ein bisschen Beat Saber-lastig wieder. Ich find's zu geil, als dass wir das nicht bringen können. Voll. Ich bin immer ganz kringelig aufgeregt, wenn ich höre, ihr wollt das auch. Also eine Person schreibt mir, Krogi, spiel das mal, es reicht mir. Wenn eine Person das sehen will, ich mach's für dich. Vielen Dank an die Regie, an die Aufnahmeleitung, Clara, Timo, wie heißen sie noch alle hier? Alle. Tim und Martin und wer auch immer, alle Menschen sind nett, vielen Dank. Und lasst ihr doch gerne auch mal einen Daumen nach oben da. Ich weiß doch gar nicht, warum es diese Dislike-Funktion gibt bei YouTube. Ist doch scheiße. Kann man die nicht ausstellen? Ja, wir stellen jetzt aus, nämlich mit deinem Kopf stellen wir die aus. Du drückst jetzt auf jeden Fall auf Like, ja? Smash the Like-Button. Lass einen Kommentar da, wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein und geht ins Forum. Ciao. Tschüssi, vergesst die Wunschliste nicht. Ciao.